wie sieht es denn mit der Verwaltung in Bocholt aus? Schafft die alles? Ich frage das deshalb, weil eben auch das Thema Anklagen, Sie haben es ja auch mal kurz angesprochen, Verwaltung zertifizieren, das ist ein Thema, also wirtschaftsfreundliche Verwaltung NRW, da gibt es eine Zertifizierung, da werden also Verwaltungen in Anführungsstrichen über die Zertifizierung dahin geführt, schneller zu reagieren, Bauanträge schneller zu handhaben und so weiter und so fort. Das andere, was jeder Unternehmer kennt, ist entweder kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Lean Management, also auch wenn man selbst der Überzeugung ist, bei uns läuft alles super, wird immer noch versucht zu optimieren. Herr Welsing, das haben Sie sich doch auf die Fahnen geschrieben, oder? Nicht die Zertifizierung der Verwaltung. Das ist einer der wenigen Punkte, wo Ludger Dikus und ich uns nicht einig sind, weil ich ganz klar der Meinung bin, allein durch eine Zertifizierung, und ein Unternehmer weiß, wir haben Zertifizierung in vielen Bereichen, zum Teil ist es auch absolut notwendig, um seine Produkte an den Markt zu bringen, komme ich gar nicht dran, aber durch eine Zertifizierung ändere ich den Menschen nicht, ändere ich die Verwaltung nicht. Ich muss in der Verwaltung, und da nochmal, wie gerade schon beim Speed-Dating, zuhören, abwägen, entscheiden. Ich muss die Mitarbeiter der Verwaltung mitnehmen, ich muss die Mitarbeiter der Verwaltung begeistern, ich muss den Mitarbeitern der Verwaltung aber auch Vorgaben, wie bestimmte Bereiche zu handeln sind, machen. Und im Extremfall muss ich bestimmte Bereiche auch als Bürgermeister an mich ziehen, wo ich ganz klar sage, das ist mein Bereich und da werde ich für sorgen, dass das Ding läuft. Ja, aber mitnehmen ist ja schön, aber dann müssen Sie dann sagen, wo Sie auch hinwollen. Sie müssen ein Ziel vorgeben und sagen so, wenn ich, Sie haben mal gesagt, die Verwaltung muss bürgerfreundlicher werden, das sind natürlich, ist natürlich eine schöne Plattitüde, aber Sie müssen dann auch sagen, wenn Sie die Menschen mitnehmen wollen, wohin wollen Sie sie denn mitnehmen? Welches Ziel haben Sie denn da? Mein Ziel ist, dass Verwaltung und die Verwaltung der Stadt Bocholt, ich sehe auch die Verwaltung ein Stück weit als Unternehmen der Stadt Bocholt. Die Verwaltung der Stadt Bocholt ist die Verwaltung der Bürger der Stadt Bocholt, also der Bocholter Bürger. Und die Verwaltung ist letztendlich auch für alle Maßnahmen, die für den Bürger in der Stadt geregelt werden müssen, da. Dann erwarte ich auch von einer Verwaltung eine entsprechende Zuwendung zum Bürger, beziehungsweise aber auch vom Bürger zur Verwaltung. Wir können auf der anderen Seite nicht hingehen, die Verwaltung mit immer mehr Aufgaben belasten, aber gleichzeitig die Struktur der Verwaltung nicht ändern, beziehungsweise die Mitarbeiterzahl nicht ändern. Heißt also, wir müssen auch die Aufgaben entsprechend regeln, beziehungsweise optimieren. Nochmal, Verwaltung kann nur dann funktionieren, wenn ich als Chef der Verwaltung meine Ziele ganz klar definiere und meine Ziele dadurch, dass ich mit den Mitarbeitern spreche, dass ich Mitarbeiter mitnehme, dass ich Mitarbeiter davon überzeuge, aber auch begeistere für meine Ziele entsprechend in die entsprechende Richtung. Was sind denn jetzt die Ziele? Eine schlankere Verwaltung, eine kleinere Verwaltung, eine bessere Verwaltung? Ich verstehe noch nicht ganz, wo Sie hinwollen. Ich will eine Verwaltung, die letztendlich für den Bürger da ist. Ja, das ist ja nicht so schwer. Das ist nicht so schwer, wenn ich mir aber teilweise alleine das die Wortwahl, die Art und Weise, wie man mit Mitbürgern spricht, anschaue, dann ist das durchaus verbesserungswürdig. Sehen Sie das auch so, Herr Niederung? Also die Ziele sind schon klar, da muss man nur zu Beginn des jeden Jahres mal einen Blick in den Haushaltsplan werfen. Da steht zum Beispiel drin, wofür wir unser Geld ausgeben. Da steht in Vorberichtung, in Vorbereitung stehen auch die Ziele, die sich der Bocholt gesetzt haben. Wir wissen alle, dass unsere Ziele unter anderem auch Ex-Post sind, wie der demografische Wandel. Und an diesen Zielen hat natürlich die Verwaltung ihre Arbeit auszurichten. Und die Stadt Bocholt verfügt über ein sehr großes Angebot an Fortbildungsveranstaltungen, an Weiterbildungsveranstaltungen, weil die Welt entwickelt sich weiter. Und wir sind da auf dem Weg von diesen Fortbildungsveranstaltungen wieder sehr rege Gebrauch gemacht. Und ich werde in der nächsten Woche ein Interview führen, weil wir unseren Fachbereich IT und Planung einer Organisationsuntersuchung unterziehen, auch mit externer Hilfe. Und da wird genau geprüft, ob dieser Fachbereich, wie alle anderen noch, die Arbeit richtig macht und ob das richtig ist. Nichtsdestotrotz hat man in der freien Wirtschaft immer so den Eindruck, als wenn die Verwaltung doch irgendwo so ein bisschen die heiligen Kühe der Deutschen wären, da darf man nicht dran und bloß keine Zertifizierung. Also wir machen unsere Arbeit, wir nehmen, um unsere Aufgaben erfüllen zu können, auch gerne externe Hilfe in Anspruch, um uns noch zu verbessern. Und ich weiß auch, wie eine Zertifizierung das Maß aller Dinge ist.
wird mich da einer von überzeugen könnte, dass das wirklich so ist, dass eine zertifizierte Verwaltung bürgerfreundlicher und effektiver arbeitet als eine Verwaltung, die selbst ihre Ziele verfolgt und umsetzt und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dann gerne, kann man überhaupt nicht reden. Aber die Ziel der Zertifizierung ist ja nicht das Zertifikat, sondern der Weg dahin, dass man da Gedanken macht, sich zu erbringen. Wenn mich einer davon überzeugen kann, dass man Ziele besser realisieren kann, wenn man zertifiziert. Doch, Frau Klein-Klaus beschäftigt sich damit. Ich will natürlich nachdenken. Ja, wahrscheinlich kann man sie auch beauftragen. Ja. Unternehmerverwaltung, glaube ich, eine ganze Menge. Ja. Liegt es vielleicht auch einfach daran, dass die Stadtverwaltung einer der größten Arbeitgeber in Bocholt ist und wenn man jetzt sagt, so, die Verwaltung muss, dann verscherzt man sich mit 900, wie viel? 26 Mitarbeitern und deren Angestellten. Ich glaube, Herr Schumann, Bürgermeister, ganz schlecht. Also nochmal, wenn man den Mitarbeiter das Gefühl geben könnte, du bist besser aufgestellt, arbeitet, du kannst deine Arbeit effektiver und sinnvoller erledigen, wenn wir uns zertifizieren lassen, dann wird der Großteil der Beamten, der Mitarbeiter der Stadtverwaltung sagen, okay, dann machen wir das. Wir wissen aus der Verwaltung, dass, ich weiß nicht, wie es in Betrieben ist, aber Neuerungen, neue Systeme, neue Arbeitsweisen, neue Verfahren sind erstmal mit Vorsicht zu genießen und im Zweifel für den Arbeitnehmer, für den Verwaltungsmitarbeiter schlecht. Aber dieses Vorurteil muss man natürlich dann auch machen. Herr Wellen, Sie das Thema aber in Verwaltung war für Sie immer ein spezielles Thema, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind der bessere Mann da an der Verwaltungsspitze. Warum? Zuhören, abwägen, entscheiden. Das sind ganz klar meine Grundvoraussetzungen. Und wenn ich die Mitarbeiter der Verwaltung begeistern will, aber auch als Chef der Verwaltung die Ziele vorgeben will, muss ich meine Mitarbeiter mitnehmen und das weiß jeder Unternehmer. Dort, wo das Betriebsklima stimmt, funktioniert auch der Betrieb. Und das habe ich mir für die Verwaltung auch der Stadt Bocholt vorgestellt.